During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified, and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead woman. Ein herzliches Willkommen bei Conan Exiles. Ich bin der Janu und ich teste das hier mal an. Also ich habe es ja schon auf Twitch getestet, habe da aber gnadenlos versagt. Und deswegen dachte ich, gut, dann versuch's es hier einfach nochmal. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück dieses Mal. So, was ich natürlich das letzte Mal, als ich das gespielt habe, verpasst habe. Oder vergessen, sage ich mal. Sachen sammeln. Habe ich nicht gemacht, deswegen bin ich eines qualvollen Todes gestorben. Was ist das denn? I am beaten. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves. Bandits and cannibals. Exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland. Scrabbling the rocks and sand from their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun with the glitter of spires of Belvarus is forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence. And this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. So, natürlich ist kein Conan komplett, wenn es da nicht auch nackte Frauen gibt. Ne, das ist ja klar. Deswegen, ich hätte zwar aussuchen können, dass die hier bekleidet startet, aber das wäre nicht Conan, wenn das hier bekleidet anfangen würde.
So, also, was haben wir denn hier? Info. Okay, das ist, glaube ich, das, was ich eben gerade gehört habe. Ja. Okay, dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen Kram und hoffen, dass wir uns schnell Klamotten anfertigen können, damit wir bedeckt sind. So, was muss ich denn überhaupt machen? Klettern, trinken, essen. So, also ein bisschen gesammelt. Da sollten wir schon ein bisschen was machen können. So, klettern. Erstmal noch ein bisschen sammeln, weil sammeln ist nicht ganz unwichtig bei diesem ganzen Gedönse hier. Sammeln ist das A und A in diesem Spiel. So, habe ich... Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Das ist schon mal gut. So, habe ich was zu essen? Ne, falscher Knopf. Ich habe, ja, eine Handvoll Insekten zu essen. Schön. So, auch klettern. Okay, auch klettern haben wir geschafft. So, ankleiden. Ein Bett oder eine Bettstatt benutzen. Das muss ich denn wohl noch selber bauen. Nehme ich mal an. Das kann ich nicht. So, mal gucken. Was kann ich denn machen? Dazu benutze ich jetzt nochmal die Maus. So, grobe Fußwickel herstellen. Eine grobe Gamaschen herstellen. Grobe Handwickel nehmen wir auch noch mit. Herstellen und grobe Tunika. Gut. Oh, kann ich hier schon was machen? Steinaxt. Ne, da brauche ich noch Äste. Äste brauche ich noch. Okay. Okay, Klamotten werden hergestellt. Das ist schon mal gut. Obwohl, naja, gut sei mal dahingestellt. Ich mag das auch ganz gerne so. Okay, habe auch jetzt mal bei auf die Facecam verzichtet, weil das bringt hier tatsächlich jetzt nicht wirklich Mehrwert. So, die Tunika ist bald fertig. Ich bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Das ist sehr, sehr gut. So, bisher 7 Minuten, nur Wüste. Und schnips. Da haben wir jetzt auch was obenrum an. Da, Ausschnitt haben wir, aber wir sind auch gut bedeckt. Obenrum und untenrum. Jetzt brauchen wir Äste. Äste finden wir hier. Sehr, sehr gut. Und noch weiter Pflanzenfasern. Weil die sind nicht ganz unwichtig. Wieder falscher Knopf. Warte mal, wo ist denn... Ah, gucke hier. Da ist auch ein bisschen Wasser drin. Das ist sehr gut. Dann trinke ich schon mal einen Schluck. Perfekt. So, zum Sieg ein Bett oder eine Bettstatt ein Werkzeug herstellen. Das machen wir gleich. Und zwar... Kann ich schon eine Axt herstellen? Ja! Axt kann hergestellt werden. Sehr gut. So, man kann dieses Spiel natürlich auch online spielen mit noch anderen auf der Karte. Mache ich aber nicht. Ich spiele das hier im Einzelspieler. Ansonsten könnte man hier anstatt Einzelspieler auch Koop spielen. Was sicherlich auch ganz urig ist, aber leider jetzt gerade nicht. Oh, Skelett, hallo. So, Beschreibung. Die trockenen Wüstenwinde haben diese arme Seele mumifiziert. Die Pfeile in der ledrigen Haut können nicht entfernt werden, ohne abzubrechen. Alter, was schreit denn da nochmal so? Okay, Axt ist da. Awesome. So, ich stelle zwar nicht gerne Vergleiche an, aber im Moment erinnert es mich halt so ein bisschen tatsächlich an Ark.
Survival Evolve, was ich ja auch ganz cool finde. Hallo? Hey, du! Ja, ja. Hau du nur ab. Hau ab. Hau bloß ab. Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that like fire or the fight of the axe. So langsam kommt auch der Hunger durch. Man sieht hier oben links, ne, Hunger ist zur Hälfte runter. Darum muss aber bald mal was schnabuliert werden. Es wäre zumindest ganz nett. So, ist mein Mikro wieder übersteuert? Ich hoffe nicht. Das wäre ärgerlich. So, und noch ein bisschen Pflanzenfasern. Na, ah, hat er schon. Okay. So, dann gehen wir jetzt einfach mal den Weg entlang. Das hier ist übrigens die Karte. Ich bin hier, der kleine Spieler, das bin ich. So, ich muss tatsächlich gleich nochmal gucken, ob mein Mikro wieder übersteuert ist. Nee, scheint nicht so. Alles cool soweit. Oh, was haben wir da hinten? Haben wir da irgendwas? Ich guck da mal ganz kurz hin. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Oder sind hier wieder einfach nur Skelette? Oh. Ist da irgendwas Cooles? Warte mal, kann ich eine Pickaxe bauen? Eventuell? Ach, mal hier mit der Maus. Ja. Auch eine Pickaxe kann schon gebaut werden. Kann ich noch irgendwas Lustiges bauen? Nö. Oder? Ach doch, komm. Eine Fackel bauen wir auch noch, wenn wir schon mal dabei sind. Die ist denn noch eine Stufe aufgestiegen. That's awesome. Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Oh, ich muss jetzt wirklich. Das Durst wird auch immer mehr. Upsi. Darum noch einen Schluck getrunken. Kühle ich auch ab. Hier in der Wüste. Pass mal auf. Hier in der Wüste. Da. Leihen wir mal oben rum frei, weil es ist ja warm, ne? Und man will der Frau ja auch was Gutes tun, deswegen bleiben wir einfach mal oben rum frei. Es ist ein bisschen kühler. So. Noch mehr Steine. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen sputen. Ich brauche dringend was zu essen. Weil ohne Essen ist nicht gut Kirschen essen hier in dieser gnadenlosen Welt der Barbaren und Dämonen und Monstern. Monsteren. So, aber ich denke mal, hier finden wir gleich ein bisschen Wasser. Und Essen. Hoffentlich. Aber ich kann nicht davon ab, hier immer mehr Pflanzenfasern zu sammeln. Wie viel habe ich denn? 147. Gut, das müsste jetzt erstmal reichen. Ist das Wind oder Wasser, was ich da höre? Ah, da ist Wasser. Aber ich gehe mal weiter zur Brücke. Okay, Gegner sind hier. Was war jetzt das? Okay, die zerstörte Brücke habe ich schon mal entdeckt. Treten. So, ich habe getreten. Ist hier irgendwer? Hallo? Hallo? Oh, da sind Menschen. Nee, gegen Menschen will ich noch nichts. Ich ziehe mir jetzt doch mal was über. Sicher ist sicher.
ist ja schließlich auch Rüstung. Oh, warte mal, da ist Essen. Ich klaue denen eben mal die Eier aus dem Nest. Ich hoffe mal, die greifen mich nicht an, denn... Hallo, guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ich habe mich an deinen Eiern vergriffen. Oh Gott. Na, nee, geh weg. Geh doch weg. Na, jetzt rennt er mir auch noch hinterher. Verdammt nochmal. Okay, er hat's aufgegeben. Oh, ich brauche Essen. Ich habe ja noch ein bisschen was zu essen. Hier, ein paar Insekten kann ich noch verputzen. Oh, was zum? Boah, der ist ja immer noch da. Fräulein, mach mal einen Punkt. Oh, gehst du weg? Hi. Ist der immer noch hinter mir her? Na, natürlich. Könnt ihr mir mal helfen, eventuell? Oh, sehr gut. Er haut sich mit einem Monster. Was war das? Da, da sind ja noch mehr. Mann, warum sind denn hier so viele Leute? Na gut, den... Was war das? War das ein Böser? Ich hoffe nicht. So, ich muss mal ein paar Talente verteilen. So, wir fangen mal an mit einem Schwert und einem Schild. Wichtig, primitiver Koch ist auch nicht zu verachten. Hier Steinmetzlehrling ist auch ganz schön. So, Waffen. Okay, jetzt kann ich theoretisch ein bisschen bauen. Oh, ist auch schön kühl im Wasser. So, kann ich Steinschwert bauen? Da brauche ich Zwirn. Zwirn, 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 Zwirn. Wo ist Zwirn? Da. Zwirn, da brauche ich... Ja, Pflanzenfaser, da habe ich genug von. Machen wir mal gleich mal 10. 5 brauche ich. So, werde ich hier gerade irgendwo behakt? Nein. Alles cool soweit. So, ich gehe mal noch ein bisschen mehr ins Wasser, damit auch die Bubis ein bisschen abgekühlt werden. Ich brauche ganz dringend Essen. Ganz, ganz dringend brauche ich Essen. So, bauen wir uns flott ein Schwert. Herstellen. Was brauche ich für ein Schild? Ich habe mir noch nie ein Schild gemacht. Knochenschild? Kann ich nichts mit anfangen. Knochen habe ich nicht. Holz. Okay, Holz sollte ich kriegen. Das sollte kein Problem sein. Okay. Holz. Denn... Gehen wir mal Holz hacken. Auf geht's. Oh, aber bitte tötet mich nicht. Und dann besorgen wir uns mal Fleisch. Und ich habe die Religion der Barbaren gewählt. Also kann ich auch ruhig ein bisschen Menschenfleisch essen. Ne? Es tut keinem weh, außer natürlich den Leuten, die ich esse. Aber die haben es denn nicht besser verdient. Sagen wir es doch, wie es ist. So, ich esse noch ein paar Insekten. Stillt den Hunger ein bisschen. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Sind auch noch haltbar. So, wie viele Menschen sitzen da am Feuer? Ist das mehr als einer? So, ich klaue euch eben noch mal die Eier. Die kann ich nämlich auch essen. So. Wie viel sitzt denn da am Feuer? Ich sehe jetzt nur einen. Okay, dann trittst du gleich deinem Schöpfer gegenüber, du Schweinemann. Hallo. Guckst du blöd, ne? So, ich bin mit Blut besudelt. So wie das sein muss. Hab ein bisschen Energie verloren. So, hatten der bei sich? Nix. Toll. Ganz toll. Na, dann zerhacke ich den mal, den Guten. Na. Ja, Tierhaut hat er auch. Das ist ja sein Lendenschurz oder was auch immer das war. Ist hier noch ein Böser? Ein böses Vieh? Nee. Kann ich hier zufällig
sein Lagerfeuer nutzen. Das wäre ganz cool. Nee, kann ich leider nicht. Schade. So, aber hier gehe ich nicht hin. Den haue ich auch nochmal kaputt. Entschuldige mal. So, da habe ich auch Knochen gekriegt. Ist das Vieh tot oder schläft das nur? Oh, das ist tot. Ja, awesome. Kriege ich auch noch ein bisschen was? So, die tun mir theoretisch nichts. So, ich brauche irgendeinen schönen Ort, wo ich ganz für mich bin. Das wäre schön. Hallo. Oh, warte mal, ich muss die Wasserflasche mal auffüllen. Erstmal trinke ich hier aus dem Meer, aus dem See, aus dem Tümpel. Donno. Und das mache ich auch einmal voll. Na. Voll machen bitte. Danke sehr. So, ich erstmal ein Ei. Und danach brate ich mal das schöne Menschenfleisch. Mmh, delicious. Warte mal, oder bleibe ich hier? Ich glaube, ich bleibe hier. Werde hier mal mein Lager aufschlagen. Das ist hier doch ganz schön, oder? So rein theoretisch. Okay, ausweichen. Schwupps. So, ein Bett oder eine Bettstatt benutzen. So, was haben wir hier? Faser-Bettstatt. Da brauche ich dreimal Zwirn. Pass mal auf, dann machen wir einfach wieder 10. Und herstellen. Ein kleines, kuscheliges Bett am Strand. Oh, das mache ich direkt am Strand. Oh, das ist schön. Ach, ist das schön. Ja, hier baue ich das hin. Kann ich das hier? Nee, habe ich hier nicht. Muss ich erstmal wieder... Habe ich doch? Wo ist es denn? Ah, da. Okay, was tun wir dafür weg? Das hier brauchen wir nicht zwingend. So, mal gucken. Kann ich das denn hier hinbauen? Einfach, ja, kann ich. Oh, ist das schön. Schön am Wasser. Ach, das ist angenehm. Und platzieren. Eine Fackel einsetzen. Zack, auch gemacht. So, Schutz suchen, Waren einlagern, eine sättigende Mahlzeit einnehmen. Das machen wir gleich. So, Spawnpunkt aktualisiert. Dann fangen wir hier wieder an, sollten wir sterben. Dann mache ich mal daneben. Direkt, kann ich das denn? Oder muss ich das auch noch? Ne, hier haben wir es. Ein Lagerfeuer. Wird auch prompt hergestellt. Das packen wir denn direkt daneben. Dann haben wir es schön gemütlich am Wasser. Das ist auch schön, oder? Das ist auch richtig, richtig angenehm. So, ist es? Ist es da? Ja. So, einfach mal hier direkt daneben. Können wir auch noch ein bisschen drehen. Aber ich denke, das ist gut so, wie es ist. Hallo, na? Willst du kuscheln? Komm, Schmusi. Schmusi? Nein, denn nicht. So, hier machen wir uns jetzt lecker Essen. So, da kommt das einmal rein. Natürlich das Wildfleisch und das Menschenfleisch. Mmh. So, jetzt wird gekocht. So, und dann machen wir uns das nochmal gemütlich. Gehen wir gleich nochmal eine Runde schwimmen. So, warte mal. Andere Sache. Upsi. Brennst du noch? Brennt noch. Machen wir mal einen Screenshot. Sehr schön. Ah, hier ist aber auch hübsch. So, Fleisch ist fertig. Oh, mal wieder anmachen. Hart anmachen.
So, das Holz. Ne, das Holz nehme ich auch wieder mit. So, denn. Guten Hunger. Einmal gekochtes Menschenfleisch, bitte. Mmh, it's delicious. Es bringt ja so gut wie gar nichts. Wieso bringt das nichts? Gekochtes Menschenfleisch, das muss doch richtig knallen, theoretisch. Tut es nicht. Na gut, dann esse ich halt auch noch das Wildfleisch. So, jetzt bin ich wieder ordentlich regeneriert. Hier machen wir mal ein Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge von Conan Exiles wieder. Bis zum nächsten Mal.